Ja, ich. Ich war nämlich ganz zufällig in der Gegend und dachte mir, geh mal rauf und schau nach, wie es dir geht. Wie geht's dir? Tut mir leid, aber... Du erwartest jemanden? Ja. Ja, es wollte jemand vorbeikommen, er müsste jeden Moment da sein. Tust du mir einen Gefallen? Gehst du wieder? Komm in einer Stunde oder in zwei Stunden wieder, ja? Bitte. Ich bleibe. Du hast doch gehört, das, was ich gesagt habe, du kannst jetzt nicht da bleiben. Ich will endlich wissen, wer dir das Zeug einmal besorgt. Nein. Warum soll ich den Mann nicht kennenlernen? Wozu? Weil ich ihn was fragen will. Ich will ihn fragen, was er sich eigentlich dabei denkt. Mir zu helfen, Menschen kaputt zu machen. Menschen kaputt zu machen, nur um sein scheiß Geld zu verdienen. Hör zu, Bernd. Ich brauche den Mann. Seit heute Morgen warte ich auf ihn. Ich weiß nicht, wie ich über die nächsten Stunden wegkomme. Ich liebe dich, Lore. Und ich will, dass du damit aufhörst. Ich helfe dir dabei. Bitte. Bitte geh. Ich brauche es, bitte. Schon gut. Ich geh schon. Müssen Sie denn unbedingt im Fahrstuhl rauf? Entschuldigung, da haben Sie völlig recht. Ich bin zwei Tage lang hinter Ihnen hergefahren.
weiß, wo Sie wohnen, wen Sie besuchen, wen Sie beliefern. Und ich weiß auch, was für ein ganz mieses Geschäft Sie betreiben. Kommen Sie mit. Also, nur noch mal von vorne. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass ich Ihr mieses Geschäft kenne. Das will ich dir sagen. Du lässt von jetzt ab Lore Haug in Ruhe, ist das klar? Du verkaufst dir nichts mehr, absolut nichts. Die streichst du von deiner Liste oder ich lasse dich hochgehen. Wer ist denn Lore Haug? Denk mal ganz genau nach. Und Sie? Sind Sie Ihr Freund? Was spielt denn das für eine Rolle? Ich will ihr helfen. Sie haben doch keine Ahnung, was mit einem los ist, wenn er an der Nadel hängt. Ich gebe Ihnen guten Rat. Vergessen Sie das Mädchen. Sie ist schon so gut wie tot. Sie sagen, Sie sind mir nachgegangen. Das glaube ich Ihnen nicht. Die Liste Ihrer Kunden. Okay. Von mir kriegt sie nichts mehr. Ich lasse Ihr Mädchen in Ruhe. Und das da haben? Ich will dem Mädchen bloß helfen. Das ist alles, was ich will. Ist ja okay. Dann kann ich ja in Ruhe mein Bier trinken. Ja. Bist du? Lore. Wer ist denn da? Da waren zwei, die... Die haben mich überfallen. Was ist denn passiert? Mit einem Messer. Von wo rufst du an?
Wer ist da bitte? Mama. Wer ist da? Mama. Bitte. Lore. Bist du's? Ich weiß nicht mehr weiter, Mama. Hilf mir. Ja, was ist denn passiert, Kind? Warum rufst du an? Ich kann es dir nicht sagen, Mama. Jetzt hör auf zu weinen, Kind. Von wo rufst du an? Bist du noch in München? Hast du noch deine alte Adresse? Ja. Bitte, bitte hilf mir. Lore? Bist du noch da? Ich bin's. Entschuldige. Ich komme noch so spät, weil... Papa, Sie haben Bernd überfallen. Bernd überfallen? Wer? Warum? Er hat mich noch angerufen. Von wo weiß ich nicht. Sie haben ihn wahrscheinlich umgebracht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich die Polizei? Nein, nein. Auf keinen Fall. Keine Polizei. Das wäre ganz falsch. Oder hast du sie vielleicht schon angerufen? Ich habe Mama angerufen. Deine Mutter? Wieso rufst du denn deine Mutter an? Hast du... Entschuldige. Hast du was zu trinken? Deine Mutter kann dir doch nicht helfen. Sie doch nicht. Uns doch nicht. 26 Jahre, Berufsausweis, Fotograf. Hast du eine Adresse? Ja, hier ist ein Briefumschlag, das ist eine Anschrift. Und ein Schlüsselbund. Ja, eine muss ja passen. Typisch Fotograf, was? Junggeselle, ja. Wie üblich. Müssen wir wieder alles durchsuchen. Papiere, Briefe, Bankbelege, Notizbücher. Schöne Arbeit für 4 Uhr morgens. Hallo? Bernd? Ja, wer ist am Apparat? Hallo, melden Sie sich. Sagen Sie uns Ihren Namen, wer Sie sind und wen Sie sprechen wollen. Hier ist die Kriminalpolizei in der Wohnung von Bernd Ruse. Bitte melden Sie sich. Kriminalpolizei. Also doch. Eine Frau. Sie hat gefragt, Bernd, so als ob sie überrascht wäre, dass jemand dran ist. Sonst kein Wort. Mitten in der Nacht? Ja, um 3 Uhr. Und sie hat nicht gesagt, was sie wollte? Nein, aber es war sowas wie ein
Hilfeschrei. Mama, hilf mir, ich weiß nicht weiter. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Sie ist 22. Nein, ich glaube 23. Dann ist sie doch kein Kind mehr. Wie lange hast du sie nicht gesehen? Seit 3 Jahren. Seit meiner Scheidung nicht. Kurz danach ist mein Mann mit ihr weggezogen und seither habe ich keine Verbindung mehr zu ihr. Was willst du tun? Ich habe ihr ein Telegramm geschickt, dass ich komme. Ihr mitgeteilt, wann mein Zug in München ankommt. In Ordnung. Darf ich dir einen Rat geben? Lass dich nicht in eine andere Familie ihre Probleme reinziehen. Sind sowieso nicht mehr deine. Das bringt nichts. Ich will sehen, was da los ist. Für 1-2 Tage. Fahr nur. Ich halte den Laden hier schon in Gang. Ich habe dir noch einen Kaffee gemacht. Sie haben ihn gefunden. An einer Telefonzelle. Ich habe es vorhin im Radio gehört. Er muss gestorben sein, während er mit dir telefoniert hat. Telegramm ist gekommen. Ich habe es aufgemacht. Deine Mutter ist gegen 1 in München. Sie möchte abgeholt werden. Soll ich abwählen? Hallo? Von Haug, sind Sie da? Dann melden Sie sich doch. Ich höre doch Ihren Atem. Was ist denn los mit Ihnen? Ich wollte nur fragen, ob ich vorbeikommen soll. 10 Minuten kann ich da sein. Wer war das? Der immer das Zeug bringt? Immer noch der gleiche? Bis jetzt habe immer ich hinter ihm her telefoniert. Was mache ich? Wir schließen die Tür ab. Wir lassen ihn nicht rein. Und in 2-3 Stunden? Rennst du wieder hinter ihm her? Ist das nicht so? Mama? Holst du sie ab? Sag ihr, es tut mir leid, der Anruf heute Nacht. Ich hätte sie nicht anrufen sollen. Und wenn der jetzt kommt, der darf dich doch nicht sehen. Wer ist da? Ich hab doch angerufen. Erwarten Sie sonst noch jemand? Nein. Was ist denn mit Ihnen? Nichts. Na, sagen Sie doch, was los ist. Nichts. Ich sehe doch, dass irgendwas nicht stimmt mit Ihnen. Soll ich wieder gehen? Nein. Bitte bleiben Sie. Haben Sie Radio gehört heute Morgen? Ist jemand umgebracht worden? Junger Mann? Mein Vater hat es gehört. Den Namen haben Sie auch genannt. Bernd Ruse. So ein Freund von Ihnen, oder? Naja. Soweit ich verstanden habe, ist das alles noch völlig unklar, was da eigentlich passiert ist. Heißt das, die Polizei jetzt überall rumfragt? Haben die sich bei Ihnen schon gemeldet? Nein. Aber das machen die. Sicher. Finden raus, dass es da eine Verbindung gegeben hat zwischen Ihnen und dem Toten. Wissen Sie, was das heißt? Dass Sie nicht mehr herkommen können. Haben Sie was mitgebracht? Nee, schleppe ich doch nicht mit mir rum. Jetzt doch nicht mehr. Jetzt doch nicht mehr hier. Kommen Sie mit. In die Garage. Thank you.
Jemand will sich ein Bild machen von Ihnen. Inwieweit wir Ihnen noch vertrauen können. Ob wir Ihnen überhaupt noch vertrauen können. Passen Sie auf, ich rede noch mal über Ihren Freund. Sie dürfen nicht aus der Rolle fallen. Sie haben nur Heroin im Kopf, weil Sie ohne Heroin nicht leben können. Es geht um Ihr Leben. Da ist sie. Ich habe sie gefragt. Sie kennt den Typ, der gestern Nacht erstochen worden ist. Was ist er? Ist das Ihr Freund? Haben Sie mit ihm geschlafen? Sie haben doch versprochen, dass Sie mir... Ja, Moment, Moment. Kriegen Sie ja alles. Jetzt geht es uns vorerst mal darum, wie gut Sie diesen Typ kennen. Und was Sie der Polizei sagen, wenn die bei Ihnen aufkreuzt. Nichts. Was soll ich hier denn sagen? Haben Sie was da? Okay, okay. Gehen Sie mal einen Schritt beiseite und warten Sie. Ganze Menge. Und erstmal ohne Bezahlung. Kriegen Sie das mit? Kein Geld. Damit Sie die nächsten Tage über die Runden kommen. Darauf kommt es uns an. Wo ist Lore? Ich habe ihr ein Telegramm geschickt. Ja, ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja hier. Sie hat mich gebeten, dich abzuholen. Also was ist los? Das ist es ja. Nichts los. Ein bisschen durcheinander. Vielleicht betrunken. Und sie kommt selber nicht her? Sie hat gesagt, Papa, hol du sie an. Und was soll das heißen? Will sie mich nicht sehen? Heißt das, ich soll gleich wieder abfahren? Du siehst gut aus. Was ist mit Lore? Warum hat sie angerufen? Warum, warum? Du weißt, sie war immer ein bisschen labil. Mein Erbteil. Deins nicht. Das wäre ihr zu wünschen, deine Stärke. Aber die hat sie nicht und die habe ich nicht. Sie hat schlecht geträumt. Da kann man schon mal nach seiner Mutter rufen. Ich nehme mich da nicht aus. Das ist keine Auskunft. Sie hat mich angerufen und sie war verzweifelt. Ich weiß nicht, wie dein Leben inzwischen verlaufen ist. Hoffentlich angenehm, was nicht die Regel ist. Bei Lore nicht und bei mir nicht. Angenehme Leben sind in der Minderzahl. Lore möchte, dass du zurückfährst. Und ich flehe dich an. Tu's. Zahl bitte, ich möchte keine Zeit verlieren. Tut mir leid, ich habe im Moment kein Geld bei mir. Hast du einen Wagen? Nein,
Dann nehmen wir ein Taxi. Bist du noch Journalist? Ja, aber nicht mehr fest. Ich arbeite als freier Mitarbeiter. Was macht Lore? Lore arbeitet in der Mode. Sie wirft Modelle und manchmal führt sie auch vor. Und warum hast du kein Geld? Ich habe doch gesagt, dass ich freier Mitarbeiter bin. Als solcher erwartet man immer Geld. Und manchmal hat man eben keins. Mama. Mama. Lore. Schön, dich zu sehen. Komm. Komm. Komm mal rein. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Etwa 3 Jahre. Und das ist deine Wohnung? Ja, das ist sie. Du lebst mit hier? Nein, nein. Ich habe schon auch meine eigene Wohnung. Ich bin nur manchmal hier. Du hast mich heute Nacht angerufen. Ja, ich hatte einen schrecklichen Traum, einen Albtraum. Ich habe mich gefürchtet wie ein Kind. Aber jetzt was anderes. Hast du schon was gegessen? Sollen wir was essen gehen oder soll ich was machen? Machst du mal auf? Du arbeitest in der Mode? Ja. Ich hatte sogar eine eigene Kollektion. Mit eigenen Entwürfen. Kriminalpolizei. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Lore Haug? Ja. Meine Tochter, Ihre Mutter. Haben Sie Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten? Ja, bitte. Aber wir wollten gerade weg zum Essen. Geht doch schon voraus. Oder dauert es länger? Nein, nicht sehr lang. Also, wenn wir nicht stören, dann... Nein, nein, durchaus nicht. Es geht um einen Mord, der heute Nacht verübt wurde. Haben Sie davon gehört? Ich glaube, ich weiß, weshalb Sie hier sind. Im Radio ist eine Meldung durchgekommen. Ein Bernd Druse soll ermordet worden sein. Bernd Druse ist ein Fotograf, mit dem ich ab und zu zusammengearbeitet habe. Das haben wir inzwischen festgestellt. Deswegen ist auch mein Vater hier. Ich habe ihn sofort angerufen. Er kennt ihn auch. Bernd ist in einer Telefonzelle gefunden worden. Ja, in einer Telefonzelle. Er hat nur versucht zu telefonieren. Leider wissen wir nicht mit wem. Wie gut kannten Sie Bernd Druse? Ich sagte ja, wir haben zusammengearbeitet. Manchmal ein paar Fotos für Kataloge, Zeitschriften. Weiß man, wie es passiert ist? Ja. Ja, er ist in einem Wagen erstochen worden. Der Täter oder die Täter, die haben ihr Opfer vermutlich für tot gehalten, aber er war nicht tot. Bernd Druse lebte noch. Wir konnten das rekonstruieren. Er ist gefahren. Bis zu einer Telefonzelle. Dann hat er sich hineingeschleppt und eine Nummer gewählt. Wählscheibe war blutig. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob er die Person, mit der er telefonieren wollte, auch wirklich erreicht hat. Ist er in der Zelle gestorben. Der Hörer hing herunter und nun, ja, jetzt fragen wir alle seine Freunde, natürlich fragen wir auch Sie. Hat er mit Ihnen telefoniert? Wann? Wann soll das gewesen sein? Es war gestern Nacht, etwa um 2:30. Ich habe keinen Anruf bekommen. Gut, das war's dann. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. In der vergangenen Nacht. Ein Freund von dir ist ermordet worden um 2:30 nachts. Hast du mich deshalb angerufen? Was weißt du von der Sache? Das hängt doch zusammen. Dieser Anruf aus der Telefonzelle, der hat dir gegolten. Mit dir hat der junge Mann gesprochen, kurz bevor er starb, habe ich recht? Und in deiner Panik hast du mich angerufen, nur Minuten später. Hör zu, Eva. Hast du mich deshalb angerufen, Lore, ja oder nein? Sag's ihr doch. Ja, er hat mit ihr gesprochen. Aber er konnte nur stöhnen. Er brachte kein Wort heraus. Das bedeutet, dass sie der Polizei nichts sagen kann. Warum soll sie sich denn da reinziehen lassen?
Lore, das hättest du sagen müssen. So, hätte sie. Es ist immer noch so, dass du alles besser weißt, hä? Du bist die Starke. Die Vernünftige. Gibst Ratschläge. Und hast keine Ahnung. Was weißt du denn von ihr? Von mir? Nichts weißt du. Deine Tochter nimmt Rauschgift und ich bin Alkoholiker. Also gib dir keine Mühe. Du kannst nichts mit uns anfangen. Und wir können nichts mit dir anfangen. Lore. Du hättest sie vor 2 Stunden sehen sollen. Hättest du sehen können, wie sie ist. Total fertig. Am Ende. Komm. Zeig ihr deinen Arm. Ist schon gut. Ich werde wahnsinnig, wenn ich nichts zu trinken kriege. Es ist so, wie er sagt. Ich hätte dich nicht anrufen sollen. Fahr zurück. Das ist doch hoffnungslos. Nein. Glaub mir, das kannst du nicht machen. Komm zurück. Lass einfach alles stehen und liegen. Oder willst du auch noch den Verstand verlieren? Du hast ja recht. Ich weiß ja, dass du recht hast. Ja, aber andererseits musst du auch sehen... Warum bist du zurückgekommen? Wahrscheinlich aus mehreren Gründen. Einer ist, ich bin deine Mutter und dann dieser junge Mann. Warum hat man diesen jungen Mann umgebracht? Er hat mich vom Heroin abbringen wollen. Er hat dich geliebt? Ist deinetwegen gestorben? Vermutlich hat er irgendetwas unternommen und das war dann der Grund dafür, weshalb sie ihn umgebracht haben. Er wollte den Mann kennenlernen, von dem du das Heroin bekommst. Hast du ein Foto von dem Toten? Kann ich bei dir schlafen? Du willst hier bleiben? Ja. 1 oder 2 Tage. Vielleicht auch 3 oder 4. Du willst mir helfen? Das hat keinen Sinn. Ja, ich habe nur eine Frage. War die Polizei bei Ihnen? Ja. Ja, sie waren da. Und? Ist alles gut gegangen? Wie meinen Sie das? Ob man sie mit dem Mord in Verbindung bringt? Nein. Nein, sie suchen den, mit dem Bernd zuletzt telefoniert hat. Er hat mich nicht angerufen, habe ich gesagt. Sie haben mir geglaubt. Sie sind gleich wieder gegangen. Kommen Sie ins Lokal. Ja, heute Abend. Bin da. Bin den ganzen Tag da. Ja. Ja, ich muss mit Ihnen sprechen. Warum? Weil die Sache heiß ist. Und weil sich niemand die Finger daran verbrennen will. Sie sind nämlich ganz nah dran am Feuer. Mit wem hast du gesprochen? War das der Mann, der deinen Freund ermordet hat? Das weiß ich doch nicht.
ob er etwas damit zu tun hat. Ja, was wollte er denn von dir? Dass er mich heute noch sprechen muss, hat er gesagt. Ich habe Angst. Lore Haug, heroinabhängig, die Geliebte von Bernd Ruse. Es liegen Aussagen von Leuten vor, die behaupten, Bernd Ruse hat immer wieder versucht, sie von der Nadel wegzubringen. Und alle sagen, seine Tragödie war dieses Mädchen. Ja, bitte. Darf ich reinkommen? Ja. Wir sind uns heute schon begegnet. Ach, ja, natürlich. Sie sind die Mutter von Lore Haug. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Meine Tochter weiß nicht, dass ich zu Ihnen komme. Und ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich muss es Ihnen sagen. Ja. Bernd Ruse hat Sekunden vor seinem Tod meine Tochter angerufen. Du kannst da nicht mitgehen. Ich muss allein hin. Das ist zu gefährlich, glaub mir. Du hast doch keine Ahnung von den Leuten. Das mag sein, aber ich weiß auch, dass du in Gefahr bist. Ich gehe mit. Nein. Ich lasse mir das nicht ausrechnen. Du hast doch so eine Vorstellung von Mutter, dass Mütter ihre Kinder beschützen müssen. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann jetzt nicht nach Hause fahren. Selbst wenn ich wollte, ich kann es nicht. Jetzt tust du mir fast leid. Ein Vorschlag. Wir gehen in dieses Lokal, aber nicht gemeinsam. Mich kennt man ja nicht. Du weißt nicht, was du tust. Ja, ich bin mir wirklich nicht sicher. Und glaub mir, das ist ein Zustand, der neu für mich ist. Entschuldigung. Du wirst erwartet. In der Ausgang im Hof. Guten Abend. Guten Abend. Der Mann hat angerufen, von dem sie das Heroin hat. Wollte wissen, was sie der Polizei gesagt hat. Und er hat verlangt, dass sie sich mit ihm trifft. Was hat das zu bedeuten? Meine Tochter selbst sagt, dass sie Angst hat. Wir fahren jetzt dahin. Aber Sie gehen nicht mit hinein, Sie bleiben im Wagen. Aber wenn meine Tochter Sie in dem Lokal sieht, dann weiß sie doch, dass ich mit Ihnen gesprochen habe. Haben Sie nicht gesagt, Ihre Tochter sei in Lebensgefahr? Trinkt ihr Bier? Zwei Bier. Ich red mir hier den Mund fusselig. Aber ich glaube, Sie begreifen gar nicht, wie ernst die Lage ist. Für Sie, nicht? Für mich. Ich muss wissen, ob da bei Ihnen was läuft. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ihr Typ, der hat mir eine Liste gegeben mit ein paar Adressen drauf. Können Sie sich das vorstellen? Der ist zwei Tage hinter mir hergefahren. Und eine Adresse davon ist ganz heiß. Das hat jemanden irrsinnig aufgescheucht. So. Ihr Typ war dran. Wenn Sie nicht aufpassen, sind Sie auch dran. Und ich auch. Können Sie das begreifen? Geht das rein in Ihren Heroinschädel? Mit dem Sie gesprochen haben. Komm, Harry. Oh,
ist der Mann. Sie kennen ihn, Sie wissen, wie er heißt und wo er sich aufhält. Schauen Sie, Sie müssen jetzt reden, Sie haben gar keine Wahl mehr. Der Mann, mit dem Sie gesprochen haben, der hat uns gesehen. Er weiß also, dass Sie die Polizei geholt haben. Ich habe die Polizei nicht geholt. Sie wollen uns also nicht sagen, mit wem Sie sich getroffen haben? Ich glaube, es hat keinen Zweck, weiter auf Sie einzureden. Ich hatte gehofft, Ihre Tochter wird uns helfen. Aber vielleicht weiß sie ja den Namen des Mannes wirklich nicht. Ja, es wär's dann. Harry, organisierst du einen Wagen, der die beiden Damen nach Hause bringt? Willi, begleite Frau Hauke und ihre Tochter zur Fahrbereitschaft. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Berger kommt gleich runter, okay? Danke. Harry, da wird jetzt was heiß. Also Polizeischutz für die beiden Frauen und Überwachung. Rund um die Uhr. Warum hast du das getan? Warum? Warum hast du die Polizei geholt? Weißt du, dass du jetzt alles noch viel schlimmer gemacht hast? Jahrelang hast du dich nicht um mich gekümmert. Ja. Warum jetzt? Warum bist du nicht dort geblieben, woher du kamst? Weil du mich gerufen hast. Deshalb bin ich da. Und weil ich da bin, muss ich was tun. Ich kann jetzt nicht nichts tun. Ich habe schon gehört, dass du mich suchst. Jetzt hast du ja Geld. Dass du noch da bist. Ich dachte, du wärst längst weg. Willst dir helfen, hm? Du kannst dir nicht helfen. Schon gar nicht, schlag dir das aus dem Kopf. Trotzdem. Ich will es versuchen. Du hast mir noch gar nicht gesagt, was du von mir willst. Kennst du den Mann, von dem Lore das Heroin bekommt? Warum willst du denn das wissen? Kreuzzug gegen Rauschgift? Kennst du den Mann? Ja, den kenne ich. Eva, auf dem Feld bist du nicht zu Hause. Da kannst du nur verlieren. Wo finde ich den Mann? Gib den Namen nicht weiter. Du darfst den Namen unter keinen Umständen weitergeben. Lore, ich weiß, du hast Angst. Aber wenn man all diese Leute festnimmt, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Woher bekomme ich denn das Zeug, das ich brauche? Was du brauchst? Was du zum Sterben brauchst. Ja, bitte? Frau Hauck, ich habe nur eine Frage. Hat sie gesprochen? Haben Sie den Namen? Nein, den Namen weiß ich nicht. Meine Tochter hat noch nicht gesprochen. Ja, ich werde es weiter versuchen. Also möglicherweise, ich bin eigentlich ziemlich sicher,
sagt sie nicht die Wahrheit? Und warum hat sie sich mit ihrem geschiedenen Mann getroffen? Wir sind jetzt gerade in Kiesing. Gut. Gehe nach. Gut Ende. Kann ich an Rasche sprechen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Mein Name ist Eva Haug. Moment mal. Ja? Sie sind Armin Rasche? Ja. Ich bin Eva Haug. Die Mutter von Lore Haug. Hast du nichts zu tun? Spazieren oder irgendwas. Zeigen Sie mir doch mal Ihren Ausweis. Warum wollen Sie den sehen? Weil ich Ihnen nicht glaube. Wo kommen Sie denn auf einmal her? Die hat einen versoffenen Vater, das weiß ich. Von Ihnen war bis jetzt nie die Rede. Meine Tochter hat mich in der Nacht angerufen. In der Nacht, als Bernd Drose ermordet wurde. Was wollen Sie von mir? Mann, oh Mann, oh Mann, wie viele Finger rühren denn da drin rum? Das ist ja Wahnsinn. Habe ich jetzt die Polizei am Hals? Nein. Durch mich jedenfalls nicht. Sie sind auch abhängig, nicht wahr? Was? Abhängig? Von Rauschgift? Ach was. Das verkaufe ich nur, davon lebe ich. Meine Frage ist also berechtigt. Sie sind auch abhängig. Ja, wenn Sie so meinen, dann bin ich mit Haut und Haaren abhängig. Das ist nämlich kein Kinderspiel. Wer im Weg ist, der wird weggeräumt. Ich will meiner Tochter helfen. Ich will, dass sie vom Heroin wegkommt. Das schafft sie nicht. Die krepieren alle, früher oder später. Und ich will, dass der Mörder gefasst wird. Sie müssen verrückt sein. Warten Sie. Hallo? Na, wer ist denn da? Melden Sie sich doch. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Kriminalpolizei. Sie? Ja, Sie werden schon seit Stunden beobachtet. Ist das der Mann, den wir suchen? Beide. Die Liste. Der hatte mir doch eine Liste gegeben und da stand ein ganz heißer Name drauf. Aber was sollte ich da machen? Musste meinen Chef verständigen. Bin hin, hab ihm gesagt, das und das ist passiert. Da existiert eine Liste mit den und den Namen drauf und den Adressen. Konnte doch nicht wissen, dass er dem gleichen Killer schickt. Wer ist der Mann?
Name, Adresse kennen Sie doch. Haben Sie auch eine Telefonnummer? Ich habe dir doch gesagt, du sollst hier nicht anrufen. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, ich weiß das. Ist ein Notfall. Warte einen Augenblick. Was ist los? Sie hat ausgepackt. Sie hat geredet. Mein Name ist bekannt. Ich muss jeden Augenblick mit der Polizei rechnen. Wo bist du jetzt? In meiner Wohnung. Verlass deine Wohnung sofort. Geh ins Lokal, über den Hof, und dass sich keiner sieht. Hast du verstanden? Ja, habe ich verstanden. Verlass die Wohnung sofort, komm ins Lokal, geh über den Hof, und dass dich keiner sieht. Wissen Sie, was das heißt? Das wissen wir, was das heißt. Ja. Jetzt bin ich dran. Soll ich hingehen? Mhm. Das ist der einzige Weg, halbwegs aus dieser Geschichte wieder herauszukommen. Darf ich trotzdem Angst haben? Nicht was trinken? Na, was ist? Haben wir dich erschreckt? Menschenskinder, das habt ihr tatsächlich. Ich habe gehört, du hast ein Problem. Ja, das hab ich. Und wenn du eins hast, dann haben wir auch eins. Bloß in unserem Geschäft kann man sich keine Probleme leisten. Greifst du das? Ja, das begreife ich. Der Chef lässt dir sagen, er hat gern mit dir zusammengearbeitet. Aber das ist jetzt natürlich, jetzt ist das nicht mehr möglich. Mach uns keinen Ärger und kommst jetzt mit. Ja, was gibt's? Hier spricht die Kriminalpolizei. Das Haus ist umstellt. Nehmen Sie die Hände hoch. Da will uns jemand auf den Arm nehmen. Komm, leg einfach auf. Das würde ich nicht tun. Wir sehen jede Bewegung von Ihnen. Ich wiederhole. Nehmen Sie die Hände hoch. Kommen Sie heraus. Ein Dreck werde ich. Wer hat Sie hereingelassen? Das Rätsel wird sich lösen. Wer sind Sie? Ich bin Oberinspektor Derrick. Mordkommission. Und was kann ich für Sie tun?
Sie können nichts für mich tun. Doch, ja, natürlich können Sie etwas für mich tun. Haben Sie einen Drink für mich? Kein Problem. Ich habe eine komische Angewohnheit. Immer wenn ein Mordfall sich so dem Ende zuneigt, habe ich Lust auf einen Drink. Ich kriege dann einen furchtbaren Durst. Von welchem Mordfall sprechen Sie denn? Sprechen wir doch mal von dem Mörder, der den jungen Bernd Drus in seinem Wagen erstochen hat. Was ist mit dem Drink? Was darf es denn sein? Mineralwasser. Der Name, den Sie vorhin erwähnt haben, ist mir unbekannt. Wer wurde denn erstochen? Und von wem? Geben Sie mir erstmal den Drink. Es war gar nicht so schwer, die beiden zum Reden zu bringen. Wissen Sie, steht mir gar nicht zu, ein moralisches Urteil über Sie zu fällen, das überlasse ich dem Richter. Aber Sie haben ja wohl das dreckigste Geschäft, das ich kenne. Ich schaffe es nicht. Ich habe es doch schon so oft versucht. Aber es ist stärker als ich. Wir werden es nochmal versuchen. Und immer wieder. Wir müssen es doch versuchen. Wir schaffen es. Wir werden es schon schaffen.